Wie in jedem Jahr fand auch 2013 in der Freien Ganztagsschule Neinstedt der Tag der offenen Tür statt. Ziel solcher Tage ist es, dass sich die Besucher über die ansonsten für die Allgemeinheit nicht zugänglichen Einrichtungen informieren können. Viele Unternehmen und Einrichtungen veranstalten regelmäßig einen Tag der offenen Tür, andere führen ihn einmalig aus. Die Freie Ganztagsschule Neinstedt organisiert mit Hilfe der Schüler in jedem Jahr einen Tag der offenen Tür, bei dem es so einiges zu sehen gibt. Also, heute ist unser Tag der offenen Tür. Den haben wir seit vielen Jahren eigentlich jetzt wiederbelebt, weil in den letzten Jahren dachten wir, es kennen uns so viele, wir haben so viele Nachfragen, wir haben gar nicht so mehr uns per Tag der offenen Tür vorstellen müssen. Und jetzt dachten wir, bei den Anfragen, die immer kommen, wollten wir eigentlich die Menschen ansprechen, die diese Fragen haben, uns kennenlernen und einfach mal nur so reinschnuppern. Das ist heute passiert mit einem wunderbaren Elterncafé. Das haben alles unsere Eltern organisiert. Die haben heute Morgen schon in der Küche gestanden und Kuchen gebacken, einen leckeren Zuckerkuchen. Es ist eine super Kaffeemaschine aufgestellt worden von Eltern, die verschiedene Kaffeesorten bereithielten. Wir haben eine tolle Cocktailbar, die von Kindern organisiert wird. Es gibt Giacometti-Figuren zu falten und Origami-Faltungen zu sehen und auch ein englisches Theaterstück. Die verschiedenen Projektgruppen stellten in den Fluren und in den Räumen die Arbeiten der vergangenen Wochen vor. Ein Höhepunkt war hierbei die Präsentation zum Thema Wölfe und Luchse, die die Besucher gleich im Eingangsbereich der Schule erwartete. Unsere Schüler der 6. und 7. Klasse haben sich zu Grundschulzeiten den Namen Wolf und Luchs gegeben. Und entsprechend heißen die Gruppen, also die Gruppe der 6. Klasse ist die Luchsklasse und die Gruppe der 7. Klasse ist die Wolfsklasse. Und entsprechend entstand jetzt die Idee zu einem gemeinsamen Projekt. Wir arbeiten immer wieder gerne jahrgangsübergreifend und in dem Fall haben wir uns gedacht, dass Wölfe und Luchse, da sie ja auch jetzt immer mehr Einzug halten in Deutschland und auch der Luchse im Harz wieder zu Hause ist, dass es eine gute Möglichkeit wäre, wieder sowohl fächerübergreifend als auch jahrgangsübergreifend mit den Schülern zu arbeiten. Wir haben von der Schule aus uns dann überlegt, dass wir insgesamt 5 Gruppen aufmachen könnten, zu denen die 35 Schüler der Luchs- und Wolf-Gruppe, also der 6. und 7. Klasse, arbeiten können. Hatten ja dann die Bewegungsgruppe, die von einer Tänzerin geleitet wurde, Fine Sviatkowski. Des Weiteren haben wir dann eine Sprachgruppe eröffnet, wo entweder Geschichten entstehen konnten, Gedichte oder auch ein szenisches Spiel. Dann gab es noch eine Kunstgruppe in dem Projekt. Da entstanden dann Fotografien und Zeichnungen zum Thema der Wolf und der Mensch, der Luchs und der Mensch. Des Weiteren hatten wir eine Klanggruppe, die wurde von unserer Musiklehrerin geleitet. Und da haben die Kinder mit Kontrabass, mit Trommeln und anderen Klanginstrumenten gearbeitet. Des Weiteren hatten wir dann die Mediengruppe, die alles dokumentiert hat im Laufe der Woche. Und ja, wie gesagt, schon die Bewegungsgruppe. In den Gruppen entstanden im Laufe dieser Woche viele Ergebnisse. Die Schüler konnten sich im Vorfeld einwählen. Es war so, dass wir in allen Gruppen dann maximal 8 Kinder einwählen lassen konnten, damit auch entsprechend gut gearbeitet werden konnte. Und nach 2 Tagen intensiver Arbeit in den einzelnen Gruppen haben wir die einzelnen Ergebnisse dann zusammengeführt und eine gemeinsame Performance entstehen lassen. An der haben die Kinder dann einen Tag sehr intensiv gearbeitet. Also es kamen alle Gruppen zusammen, die Klanggruppe, die Bewegungsgruppe, die Kunstgruppe und die Sprachgruppe. Und Ziel war es, die Einzelarbeiten so miteinander zu verflechten, dass ein gesamtes Ergebnis entsteht. Diese Aufnahmen stammen übrigens von der Mediengruppe, die die Aktivitäten der Schüler während der Projekttage dokumentierte. Auch am Tag der offenen Tür sah man sie immer wieder durch die Flure des Gebäudes huschen. Wie bei einem professionellen Kamerateam zogen die 3 durch die Schule, interviewten Gäste und dokumentierten die Geschehnisse für die Schulchronik. Auch für das Projekt Wölfe und Luchse wurde bereits reichlich Material gesammelt. Am Tag der offenen Tür konnten die Besucher schließlich die Endresultate der Projekttage begutachten. In stündlich geführten Führungen durch das Gebäude lernten vor allem die Eltern der Kinder das Schulgebäude erst einmal richtig kennen.
Aromawürfel und über das Plakat. Ich mache das nicht alleine. Ich habe auch immer noch eine Ablöserin, Jule. Wir wechseln uns ab mit Erklären. Eine gänzlich gelungene Veranstaltung. Erstaunlich war wirklich, wie viele Besucher es an diesem Tag in die freie Ganztagsschule Neinstedt zog. Der Parkplatz war bis auf den letzten Platz besetzt. Das Interesse scheint also zur Freude der Schule besonders hoch zu sein. Wer mehr über die Projekte und Geschehnisse an der freien Ganztagsschule Neinstedt erfahren möchte, kann im Internet unter freieganztagsschule.de viele interessante Informationen finden.